Wir haben natürlich jetzt für einen weiteren Ausrüstungstest verlegt. Wenn wir auf ein Milsim fahren, dann müssen wir einpacken und woanders hinfahren. Ausgestiegen aus dem Auto wird die Kampfausrüstung angelegt und mit der AEG wird zum Kronen gegangen. Siehst du, das ist alles, was du zum Kronen brauchst. Du schnappst dir die AEG, gegebenenfalls hast du deinen Kampfgurt noch um, mit der GBP drauf. Und natürlich auch der Schutzbrillen. Nach dem Kronen geht es unmittelbar weiter ins HQ. Ich komme immer am Donnerstag, das heißt, ich schlafe dort auch noch mal die erste Nacht. Mit habe ich dann nur mehr Tasche mit den letzten essentiellen Dingen, meine Kameratasche bei mir, durch die AEG-Tasche. Jetzt wird aber einmal die Kampfbereitschaft hergestellt. Diesen Punkt würde ich jetzt nur mal alle Gasmax auffüllen, Gas aber dann in der Base lassen. Genauso werden alle Magazine spätestens jetzt noch aufgefüllt. Wenn ich auf einem Milsim fahre, dann ist das schon zu Hause erledigt. Meine Kampfbereitschaft ist hergestellt. Die Magazine, die ich mitführe, entsprechen dem Regelwerk. Es entfallen mir jetzt in der Base, wenn ich mich auf den Weg mache, die beiden Taschen. Ich habe jetzt nur meinen großen Rucksack mit, in dem sich das Kleingepäck befindet. Einen Punkt gibt es noch für all jene, die einen Kampfgurt tragen. Ich muss meinen abnehmen, bevor ich das Großgepäck aufnehmen kann. Und so kann es jetzt aufgehen zum Verlegen in die Vorzeige. Also mein Battle Party der Schara wollte da jetzt unbedingt mitmachen. Wie lange hast du braucht, bis dass du alles jetzt ready gehabt hast? Außer wenn ich in Köln, bis dass ich das alles in den Taschen gehabt habe, habe ich 26 Minuten gebraucht. Also ich sage, ich bin auf der Milsim soweit fertig, brauche ungefähr eine Viertelstunde. Das kannst du ja sehen lassen, weil recht viel schneller war es bei mir auch nicht. Ja, das ist ein Haufen Klumper, das man bedenken muss. Wir haben da jetzt keine Akkus geladen für heute. Wasser haben wir nicht aufgefüllt, aber wir haben die Gefäße mit alle. Außen haben wir grundsätzlich auch außen vorlassen. Wie schwer sind unsere Rucksäcke? Abrödeln, wir dann wiegen. Also gute 23 Kilo. Ohne Wasser und ohne Proviant. 17 Kilo. Jetzt werden wir dann noch reinschauen, was da so in unserem Gepäck drin ist. Mit der Maske rennt man natürlich die Brille jetzt Vollgas an. Ich werde jetzt die Schutzbrille abnehmen, nachdem mir die Schutzmasken derzeit wichtiger ist. Wir haben entsprechende Sicherheit hergestellt. Keine Akkus dran, keine Bibis drinnen und natürlich alles auf safe. Deswegen werde ich jetzt die Schutzbrille da abnehmen, sonst ziehe ich nichts. Fangen wir mit diesem an. Laufsack, Biwaksack, Plane. Munition, Paracord. Weiter mit. Und natürlich auch Paracord. Toilette offen. Taktische Klopapierrolle. Habe ich allerdings nur für eine Sitzung mit. Ein Deckhäckchen hast du am Mann, gell? Und ich separat den Rucksack. Den Inhalt schauen wir uns an, wenn wir fertig sind mit dem Großgepäck. Das gleiche gilt eigentlich für den Kampfgurt. Da zum Beispiel nur ein bisschen Jacken drin. Was habe ich nur so drin? Eine Reservebrille, das Fach, wo ich Getränke staue, Verpflegung. Wenn wir immer wieder haben. Reservespeedmotor, eine Taschenlampe, eine Akkubox, Batteriebox. Das sind verschiedenste Ersatzbatterien. Für die Nachteinsätze, Thermalkamera. Ein zweites Shirt, Akkus. Ringjacke, ein bisschen wärmere. Regenwand. Und bei mir aber anders. Das Winterteil nicht. Drei Paar Unterhosen, drei Paar. Ich habe nur original die mit, die ich auch habe. Wir sind 50 Grad draußen. Ich habe die jetzt einmal überlebt, ne? Nein, im Alltag machen sie auch nicht aus. In diesem Plastiksack eben wasserdicht zum Schlafen legen, nur in warme, frische Socken rein und warme, lange Unterhosen anziehen und eben da dieses X-Bionic. Dann liege ich zumindest, dann schlafe ich zumindest im Schlafsack gut. Ich habe da noch eine leichte wärmende Jacke. Mein Medikit habe ich jetzt im Großgepäck drin. Zusätzliche Magazine, ein Ersatzfunkgerät. Also ich habe einmal noch zwei Flaschen da seitlich dran. Ersatzbatterien, einen taktischen Wecker, mein Reinigungstuch, Hochbecher, einen Löffel, Gaskocher dabei mit Gas und natürlich einen Kaffeebecher. Einen Müllsack muss man einpacken haben. Und natürlich noch die kleine Schaufel mit. Werfen wir jetzt also nur mal einen Blick auf das Equipment, das ich in meinem Großgepäck mitführe. Und jetzt werfen wir nur mal einen Blick auf das Equipment von meinem Battle Buddy, dem Schara. Hier möchte ich gerne noch einwerfen, dass du den Kanal gerne abonnieren kannst und unser Like da lassen kannst, wenn dir das Video gefällt. So, also wir haben jetzt unser Großgepäck wieder versorgt. Jetzt gehen wir darauf hin, was wir jetzt ins Gefecht mitnehmen direkt. Was haben wir in unseren D-Packs drinnen, beziehungsweise der Schara in seinem Kampfgurt. Und nachdem der Schara und ich da verschiedene Systeme anwenden, möchte ich jetzt da einmal anfangen mit dem D-Pack zum Auspacken. Zusätzliche Munition mit, vollgefüllte Max mit. Da drinnen sind natürlich einmal alle Batterien als Ersatz. Ersatzakku. Gartenschere. Die Ersatzakkus für die Funkgeräte. Die Kapuze von meiner Regenjacke. Ein bisschen eine Haube. Die leichte, die mittlere. Der schweren muss wirklich schon scheiße kalt sein. Es ist wichtig, dass der D-Pack möglichst ganz aufgeht. Meine Regenkleidung, da habe ich da ein bisschen technisches Equipment. Da hinten in meinem D-Pack eben 3 Liter Wasser. Jetzt schauen wir mal beim Schara rein, was der so mit hat. Was wir nachher noch schauen, ist, wie schwer eigentlich jetzt mein D-Pack ist. Bei mir ist das ganze System direkt mit der Weste verbunden. Weshalb sich der Schara jetzt schon darauf einstellen kann, dass er den nächsten Laptop mit Satelliten-Downloads versorgen kann. Eine Erste-Hilfe-Pouch. Also da drin hast du dein Jausen-Equipment sozusagen, ja? Aber ich komme immer nur so dazu. Also man sieht da definitiv den Nachteil von einem Gurtsystem. Zum Trinken, wenn ich eine Trinkpouch eben einbringen kann, kann ich direkt von vorn
Und drin. Wie viele Liter sind da drinnen? Es sind 2 Liter. Vorhin hast du mir gleich noch ein paar Sachen gezeigt, die dir aufgefallen sind, die wir jetzt nur gefällt haben. Was waren da dabei? Also, das würde dir gar nicht fehlen, wenn du das nicht mit hast. Nein. Spar das Gewicht ein. Spar jedes Gewicht ein, was du nicht unbedingt brauchst. Ja. Ich tue mir auch immer schwer aus, dass das Gegenstände weg sind. Was habe ich vergessen? Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es in der Zeit dran gedacht. Mein Namensschild. Ich habe damals das letzte Bordnamensschild gekriegt. An der Stelle aber genug über das Pech von Bart Simpson. Schauen wir uns jetzt das Gewicht der Daypacks an. Also gut, das ist 6,5 Kilo und da sind nur die 3 Liter Wasser jetzt noch nicht drin. Also auch da sind wir bei 6,5 Kilo, allerdings hast du da den ganzen Kampfgurt drinnen. Ebenfalls auch das Wasser noch nicht aufgefüllt. So, mittlerweile ist dunkel geworden. Ich sage danke fürs Dabeisein. Uns hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast da viel mitnehmen können, viel dazulernen können. Für uns geht es jetzt ab nach Hause. Habe die Ehre. Auf geht's, Boxer.